Jetzt darf nichts schiefgehen. Der Einbau der übergroßen Monstranz verlangt nicht nur Muskelkraft, sondern auch Genauigkeit. Exakt auf den Millimeter haben Martin Knöferl, Hans Koch und Architekt Wolfgang Heißler alles geplant. Gut. Hoch. Gut. So, ich hab's dabei. Immer wieder wird das Glas geputzt, schließlich sollen nach dem Einbau keine Fingerabdrücke mehr zu sehen sein. Sehen soll man dagegen die vergoldeten Glasscherben, die sich zwischen zwei Glasplatten befinden. Denn sie symbolisieren die Scherben des Lebens, die bei jedem Menschen einmal auftauchen. Dass die Monstranz hier aufgestellt wird, unter tatkräftiger Mithilfe von Pfarrer Karl Klein, hat eine große Bedeutung für alle Beteiligten. Denn die Krypta der Kirche St. Johann Baptist in Neu-Ulm war und ist ein Zufluchtsort, ein Schutzraum. Das ist für mich als Pfarrer, für die Gemeinde und für die ganze Stadt beeindruckend, dass wir hier einen Ort haben, wo Menschen die Bombennächte im Zweiten Weltkrieg überlebt haben, wo wir auch Textzeugen haben, die beschreiben, wie das war, hier das mitzuerleben und zu überleben zu dürfen. Wir hoffen sehr, dass es nicht nochmal der Fall sein wird, dass Menschen hier sich vor Bombenangriffen in Sicherheit bringen müssen. Aber es soll wieder ein Zufluchtsort sein, ein Ort der Stille, ein Ort des Gebets, wo Menschen zur Ruhe kommen und Zuflucht suchen und finden dürfen. Und dieser besondere Raum hat jetzt auch ein besonderes Herzstück. Die Monstranz, deren Mittelpunkt eine Hostie bildet, die in Kreuzform gebrochen ist. Darin soll die Hoffnung symbolisiert werden, dass nicht Schmerz, Leid und Tod das letzte Wort haben, sondern das Leben und die Auferstehung. Über 7 Jahre hinweg hat sich Martin Knöferl immer wieder mit diesem Raum und seinem Werk dafür beschäftigt. Jetzt ist, bis auf wenige Kleinigkeiten, seine Arbeit abgeschlossen. Es ist natürlich eine große Aufregung und jetzt, wenn sie das so löst, ist es ein großes Glück, das so zu erleben und bei sowas mitwirken zu dürfen. Also es ist ja ein großes Mit- und Füreinander und es ist nicht denkbar, ohne den Pfarrer Mattes, ohne den Pfarrer Klein, ohne den Herrn Heißler, ohne den Hans Koch und noch viele anderen, dass man spürt, da gibt es jetzt ein Mit- und Füreinander und das tut sich so verwirklichen. Große Dankbarkeit. Ein wichtiger Ansprechpartner für den Künstler Martin Knöferl war neben Pfarrer Klein und seinem Vorgänger in Neu-Ulm, Pfarrer Markus Mattes, auch Architekt Wolfgang Heißler. Der Ulmer hat eine enge Beziehung zur Kirche St. Johann Baptist und ist mit der Neugestaltung der Krypta fast rundum zufrieden. Im Moment ist bei mir noch so, da ein bisschen was verbessern und da. Aber der Moment war eigentlich schon neulich, wo man das Glas hier runtertragen haben, wo wir die Scheiben rein haben. Und ich glaube, ich werde mich jetzt mal nur in Ruhe hier reinsetzen und es auf mich wirken lassen. Also ich finde es schon eindrucksvoll. Das werden höchstwahrscheinlich in Zukunft noch mehr Menschen so sehen. In der Kirche St. Johann Baptist in Neu-Ulm ist ein Raum entstanden, der gerade in der heutigen Zeit Menschen Kraft, Zuversicht und Hoffnung geben kann.